Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Inni hier und herzlich willkommen zur zweiten Folge der Serie Let's Kill in die erste Liga. Ja, meine lieben Freunde, ihr fragt euch sicherlich, warum hat der Junge wieder ein Chicken-Kostüm an? Das hatte er auch schon letzte Woche an. Ja, Freunde, ich war gestern auf einem Geburtstag gewesen. Das war so eine Eskalation, Alter. Wir waren wieder voll auf Rille. Wir waren erstmal in der Düsseldorfer Altstadt gewesen, in der Anaconda Bar. Haben dort ein paar Cocktails gesoffen und dann sind wir schön ins Antons Bierkönig gegangen, Alter. Und dann erstmal bam, die Party da gemacht, ne? Und danach sind wir wie immer zu KFC gegangen, Alter. Immer nach dem Feiern in der Altstadt KFC. Und am nächsten Morgen sitzt du einfach den ganzen Vormittag auf der Toilette. Dein Arsch brennt, Alter, von diesen Hot Wings. Ja, Freunde, ihr müsst euch gleich auf jeden Fall das Video angucken, was folgen wird, Alter. Richtig lustig, ey. Ja, Freunde, erstmal wollte ich mich an dieser Stelle für über 150.000 Abonnenten bedanken. Einfach nur unglaublich, Alter. Ihr seid einfach nur die Besten, ey. Richtig krank, wie sich das alles hier entwickelt hat, wie schnell das alles jetzt geht. Also, echt, wir sind beide sprachlos. Ja, Freunde, ich möchte mich noch dafür entschuldigen. Heute gibt es leider nicht so großes Editing von mir, weil ich bin einfach sowas von im Arsch von gestern, ne? Also, ich habe lange nicht mehr so einen Kater gehabt, ne? Weil gestern war ja, wie gesagt, ein Geburtstag gewesen und da habe ich so viel gesoffen. Ich konnte mich kaum konzentrieren heute, aber dafür verspreche ich euch, bei der nächsten Let's Kill-Folge wird es wieder ein richtig geiles Editing geben. Ich habe noch schon was Geiles für euch überlegt. Alles klar, Freunde, dann erstmal viel Spaß mit dem kleinen Video bei KFC. Setz dich mal dahin. Wir sind gerade hier bei KFC in der Altstadt mit Marvin und René. Und jetzt schauen wir einmal kurz hinter die Kulissen. Ja, wir schauen einmal kurz hinter die Kulissen. Was geht, Jungs? Komm, einmal für viel FIFA, einmal Daumen hoch. Ey, hinter den Kulissen bei Subway. Spaß. Jungs, komm. Mit dem besten Mitarbeiter. Ey. Ja, bester Mann. Bester Albaner, Kosovo. Alles klar, okay, sonst kriegen wir Ärger. Bei den Albanern, KFC, bester Mann hier. Ein schönes Video hier. Wir sind ja bei KFC, lecker Hotdogs am Essen. Schöne Elferbox, wir haben 14 Stück bekommen. Hier ist der andere Tisch. René, ja. Wir essen gerade hier bei KFC und schmeißen alles rum. Randale pur, Rasur pur, alles pur. Das war eine Pommes. Warum reite ich die Tiere? Da kommen drei Bahnen, die andere hier, die andere dort und die andere hinter. Und dann knallt die. Da knallt die Karambolage auf gut Deutsch. Aber da kommt eine 75 nach Ella, nach Ella. Wir warten hier, wir stehen hier rum und wir verhungern. Kein Essen, kein Trinken, aber immer noch bam, bam, bam. Und dann kommt keine Bahn, oder nicht, ne? Also, oder was sagst du da drüben, du Pisser, Mann? Du guckst hier rum, du guckst auf dein Handy, aber da fährt kein Bahn, oder nicht? Ey, das ist ein bisschen leise. Ich mach nur einen Prank. Also sei ruhig. Ansonsten musst du zu Bus nach Hause gehen. Okay. Dann brauchst du nicht auf Sperre Hauptbahn. Aus der Motorbahnhof. Ja, Freunde, danach hat sich erstmal jeder so einen fetten Bucket geholt, ne? Wir waren insgesamt 6 Leute, dann haben wir uns da hingesetzt und jeder hat erstmal seinen Kopf schön in den Bucket reingesteckt, Alter, und dann die Hotwings gefressen, ey. Boah, das war sowas von scharf, Freunde. Und wir haben wirklich, ey, wie die ersten Menschen gegessen. Also da war der Bucket und wir so, alle voll besoffen, Alter, der andere beißt nicht in den Hotwing, der beißt in seinen Finger rein. Ey, das war einfach nur so eine Eskalation, Freunde, Alter, richtig geil, ey. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns doch gleich direkt beim ersten Spiel wieder, Alter. Bis gleich. Boah, ich bin voll auf Rille, Alter. Bei mir dreht sich gerade alles, ey. So, meine lieben Freunde, haben wir auch schon direkt unseren ersten Gegner gefunden. Ja, wie ihr sehen könnt, war ich gestern auch schön beim Friseur gewesen. Schön die Haare wieder seidig glänzend gemacht von so an. Hier sehen wir auch direkt das gegnerische Team. Er hat hier Lukaku. Wen hat er noch? Fabregas, Varela. Alles klar, Freunde, dann starten wir direkt in unser erstes Spiel. Ab geht's. Jetzt haben wir Adipay am Ball, macht ihn den Ballrollflick, Rabona-Fake, der Gegner kommt, Dragback-Fake, Scoop-Turn, geht jetzt hier weiter, Übersteiger, Übersteiger, jetzt geht er vorbei, aber der kriegt den Ball nicht, der Rille-Peter, oder was? Guckt euch das jetzt an, Freunde, zack, auf Nani, der macht einen Rabona-Fake, Waka Waka, schießt drauf, schade. Jetzt haben wir hier Adel Tarab, macht den Hacke zu Hacke, bleibt stehen, der Gegner kommt, zack, wir ziehen uns den Ball zurück, Scoop-Turn, Roulette, Rabona-Fake, der Gegner kommt, zack, Dragback-Fake, Scoop-Turn, oh mein Gott, Tarab nimmt sie auseinander, Übersteiger, schießt drauf. Der hat aber eine harte Brust, der hat richtig abgeprallt, so bam, bam, bam. Jetzt haben wir hier Asaidi, Lamborghini, nimmt sie erstmal den Ball hoch, macht ihn in den Chestflick, Asaidi. Jetzt haben wir hier Nani am Ball, Übersteiger geht vorbei, Luis Carlos Nani, der nächste Gegner kommt, was machen wir, Freunde? Running, Ragback Fake, Scoop Turn, Nani, scheiße. Asaidi, Running, Waka Waka,
kriegt einen Bodycheck, setze ich durch. Asain, Übersteiger, Roulette, Übersteiger, geht vorbei, Übersteiger. Okay, komm jetzt hier, Asain, zack, zieht sich den Ball zurück, Rabona Fake, Elastico. Der nächste Gegner kommt, Übersteiger wieder vorbei, Asain, Junge, so einfach geht das, Freunde, Übersteiger. Jetzt bringt er hier die Flanke. Wo war die Flanke? Ist das noch ein Mensch? Alter, ist das noch ein Mensch, ey? Das ist ja Lukaku. Nani zieht sich den Ball zurück. Der Gegner kommt. Roulette, wieder Roulette. Ich kann davon einen Song singen von diesem Roulette. Und dann kommt er wieder, der Roulette. Kommt er wieder, der Roulette. Und jetzt schießt er mal drauf. Jetzt haben wir ja Nani am Ball. Zack, Dragback-Fake. Schussfinte, Roulette, Rabona-Fake. Jetzt erstmal einen Chest-Flick hier. Nani, zack, wo bleiben die Gegner? Upp, wir flicken uns den Ball hoch. Ey, nimm den Ball mal runter, du Rille-Peter. Nani am Ball. Roulette, Nani wieder mit dem Roulette, Nani, go! Lasso! Luis Carlos Quaresma, es war doch nicht Nani, scheiße! Hat er sich hier durchgesetzt und dann bam, mit dem 1:0, Junge! Oh nein, nein, komm, Keeper, den hast du, Pepe Reiner, du Rillekopf, scheiße, Alter! Er hat diese scheiß Meister-Propper-Glatze, Mann, den kann man doch nicht im Tor spielen lassen! Ticken, ticken! Komm, Freunde, 90. Minute, jetzt hier Nani am Ball, neuer Skill, Scoop-Turn, komm jetzt hier, Nani, mach das Tor, geh vorbei, Junge, mein Sohn, lauf, Nani, schieß, Junge, was macht er da, Rille, Nani, schieß, ja, Golasso, Nani in der 90. Minute mit dem 2:1 hier, setz dich hier klasse durch und dann bam, 2:1, Junge, gib ihm. Ja, meine lieben Freunde, wir haben das Spiel hier mit 2:1 gewonnen, Alter, Nani in der letzten Sekunde hier, alles klar, dann sehen wir uns gleich beim nächsten Spiel wieder. So, meine lieben Freunde, wir haben den nächsten Gegner gefunden, Abudi FC, Abudi, hat er hier Honda in Chikimiki Mukuwaka, dann hat er noch, wer ist das alles, kenne ich nicht, Jovinko im Sturm, dann Machetti im Tor und den Rest kenne ich nicht. Jetzt haben wir hier Nani am Ball, Rabona Fake, Waka Waka, Maggie die Spin macht hier den Job, Rabona Fake, komm noch her, du Lappen, Übersteiger, zack, geht ihr vorbei, neuer Skill, Nani, bleibt hier stehen, zack, Nani, wieder hier Roulette, Nani, nochmal Roulette, Nani, schieß drauf, Gold, scheiße! Ricardo Quaresma, guck mal, Quaresma, wisst ihr, was für geile Schüsse der drauf hat, ich zeige euch das mal gleich, erstmal hier ein paar Skills, hier, zack, Dragback Fake, Job, der Gegner kommt, Schussfinte, neuer Skill, Rabona Fake. Jetzt kommt er wieder, bleiben stehen, ich nehme Roulette, ziehen uns den Ball jetzt hier. Guck mal, der arme Alter, der tut mir richtig leid, Alter. Guck mal, wie ich den am verarschen bin. Komm, jetzt machen wir mal einen schönen Schuss mit Quaresma. Guck mal jetzt, Freunde. Bam, mit Ansage. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, mit Ansage, ihr Schweine, Alter. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Wie geil, ey. Ricardo Quaresma, Außenrissschuss in die Ecke, Alter. Mit Ansage. Geil, ey. Die wollen mich doch verarschen, oder? Jetzt bleibt während des Spiels diese scheiß Konsole hängen, Alter. Einmal sind es die EA-Server, einmal ist es die Konsole. Boah, ich krieg echt zu viel, ne? Egal, Freunde, habt ihr Bock auf eine Runde Outlast? Ey, was ist denn, wenn du gar... Fuck, Alter. Scheiße, was war das denn, Alter? Kleiner Spaß beiseite, Freunde. Alles klar, das war's dann jetzt auch von der zweiten Folge Let's Kill in die erste Liga. Wie gesagt, bei der nächsten Folge werde ich mir auf jeden Fall wieder mehr Mühe mit dem Editing und dem Gameplay geben, weil heute war ich einfach nur sowas von im Arsch. Also wir haben uns, wie gesagt, gestern so die Birne zugedröhnt. Also komm immer noch nicht drauf klar, Alter. Ich kann mich kaum konzentrieren, Freunde. Alles klar, wenn wir die 10.000 Likes auf diese Folge schaffen, wird es zu 100% in der nächsten Folge die nächste Let's Kill in die erste Liga-Folge geben. Und da werden wir auf jeden Fall wieder richtig rasieren und da wird ein geiles Editing kommen, Freunde. Das sage ich euch. Ich habe mir schon was richtig Geiles ausgedacht. Alles klar, Freunde. Euer Öni ist raus. Wie gesagt, macht's gut, Alter. Oh mein Gott, ich bin so im Arsch, Alter. Mein ganzer Kopf, der dreht sich und dann, keine Ahnung, Freunde. Alles klar, euer Öni ist raus. Macht's gut. Lasst einen Daumen nach oben da. Haut da rein und ciao.